Hallo, meine Lieben. Mein Schatz hat mir was aus der Gefriere rausgefischt. Einmal einen schönen Schweinenacken. Und noch ein paar Ribs. Ja, und da hat sie gesagt, mach was draus. Habe ich mir gedacht, komm, Pulled Pork war letztes Mal wieder so lecker, mach mal wieder eins. Und das Barbecue-Sößle darf sie uns heute, beziehungsweise dann morgen, im Thermi machen. Jawohl, dazu mache ich einen kleinen Produkttest, ein Experiment mit dem Butcher Paper von Wall Spice. Schauen wir mal, ob das was mit dem wird. Noch nie damit gearbeitet. Einfach ein bisschen experimentieren. Würzen tue ich das Ganze mit California Sunset, ebenfalls von Wall Spice. Dann wird das Pulled Pork natürlich wieder gespritzt, ebenfalls von Wall Spice. Naja, eigentlich soll es ja kein Werbevideo sein, aber die Sachen von denen sind halt genial. Treffen halt mal drei Sachen auf einmal in einem Video zusammen. Was soll's? Ja, dann bereite ich jetzt alles vor. Das spare ich mal jetzt euch zu zeigen. Habt ihr ja letztes schon das Video gesehen mit Pulled Pork, Spritzen, Einwappen. Da hatte ich auch auch Ribs dazu. Das mache ich soweit alles. Werde es noch in den Kühlschrank zum Schlafen schicken. Und wenn es dann auf den Grill geht, ja, dann sehen wir uns erst wieder dieses Mal. Soll ja ein etwas schnelleres Video werden. Obwohl, wenn ich so auf die Uhr gucke, habe ich ja jetzt schon gefühlt eine halbe Stunde geredet. Wir sehen uns dann beim Grill. Und wer sich wundert, dass die Kamera wackelt, während ich hier zusammenbaue, der Stefan ist da. Ja, und wenn er da ist, heißt es, dass es auf dem Zweitkanal weitergeht. Ja, wir machen an seinem Auto weiter. Das ist jetzt nur eine Nebenbeschäftigung sozusagen. Warmes Wasser gleich in die Schale unten rein. Und dann lassen wir den Grill aufheizen auf ca. 110-120 Grad. Und wenn er aufgeheizt ist, ja, dann hauen wir später, na was wohl, das Fleisch drauf. Deckel zu, aufheizen lassen. Tada, es ist soweit. Der Grill läuft schon seit eineinhalb Stunden mit 126 Grad konstant. Und ich würde sagen, wir können das Fleisch drauf wuchten. Ist übrigens noch ein bisschen mehr geworden. Nicht, dass wir morgen verhungern. So, was habe ich hier? Hier habe ich die zwei kleineren Stücke, glaube ich. Yep. Die noch dazugekommen sind. Tja, wobei das ja schon fast noch größer ist als das hier. Ja, raus jetzt hier. Ich glaube, von dem kleinen Stück wären wir mit Sicherheit nicht satt geworden.
Den führen wir hier ein, dass wir eine halbwegs mäßige Kontrolle haben. Drauf. Jawohl. Gut. Dann zum Thema Räuchern. Erstmal Deckel zu. Wo haben wir die Räucherschiene? Und mein Schieber. Da nehme ich jetzt noch meine Jackie Chips, dass die auch einmal wegkommen. Und hoch die einfach rein. Damit werde ich morgen dann auch noch die Rips räuchern. Die kommen dann auch irgendwann noch drauf. Einfach ungewässert. Und ich denke nachher dann, wenn die halbwegs weggebrannt sind, werde ich die nochmal welche rein tun. Und dann soll es gut sein. Ja, und das war der falsche, den brauchen wir. Na, jetzt ziehen wir mal raus. Jo. Und schon fängt es zum Räuchern an. Und ich lade gleich die Schiene nachher für die zweite Runde. Wenn schon der Stefan noch mit der Cam da ist. Ja, Leute, ich sag's euch, das hat was, wenn man einen Kameramann hat. Da macht das Ganze gleich doppelt so viel Spaß. Jawohl, und es kommt dann später noch rein. Dann werde ich jetzt hier erst einmal zusammenpacken, tja, und wieder reingehen. Wir sehen uns dann, ich würde sagen, morgen. Bis denn. Morgens 9:30 im Grill-Junkie-Land. Jetzt kann ich wieder schaffen. Wir feuern unsere Rips drauf. So. Ich habe übrigens heute schon Kohlen nachgelegt, nicht dass ich wieder mit kalten Kohlen grillen muss. Ja. Und die Ripperl schmeißen wir einfach mit dazu. Irgendwie, irgendwo. Wird schon funktionieren. Na, schmeißen wir sie einfach quer drauf. Geht genauso. Ja, und dann tun wir noch welche von unseren, Moment. Ja, wo habe ich sie hingeschmissen? Ja, blutige Hennerkäpp. Da haben sie. Ja, eigentlich kann ich ja den Deckel zumachen. Unsere restlichen Jackie Chips mit drauf. Das mache ich jetzt. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns so in 2 Stunden wieder, wenn wir die Ribs und eventuell den Nacken einpacken. Gut, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich noch einen Kaffee kriege, dass ich mal endlich richtig aufwache. Also Leute, bis später, weil ich sehe auch noch nicht so frisch aus. Ja, meine Lieben, weiter geht's mit der Hauptattraktion von der Folge. Eine leckere, selber gemachte Barbecue-Soße. Und dazu gehen wir zuerst nicht ganz darüber, sondern etwas weiter danüber. Auf!
einen leckeren frischen Espresso oder Espresso, um es auch richtig zu sagen. Dann gehen wir mal zu den restlichen Zutaten. Die gehört nicht dazu, das ist mein Treibstoff heute. Ja, und da mein Schatz Chef der Soße heute ist, wird die uns sagen, was ist. Also wir haben 350 Gramm Ketchup, 100 Gramm braunen Zucker, 25 Gramm weißen Essig und 25 Gramm Whisky, 2 Esslöffel Konfitüre, Kirschgelee, selber gemachtes Kirschgelee und 4 Esslöffel Honig dazu und einen kleinen Espresso und dann brauchen wir noch Cherry Bomb von Don Markus. Jawohl. Das Rezept ist von uns wieder etwas abgewandelt. Statt der Kirschkonfitüre kann man natürlich Kirschen aus dem Glas nehmen, Schattenmorellen oder ähnliches. Der Whisky bleibt auch euch überlassen. Am besten Cherry Whisky. Ja, was wir genommen haben, ist unser Geheimnis. Und dann packen wir alles schön in Thermi. Einmal. Zucker. Ja, so in etwa oder auch eineinhalb. Aber jetzt ist gut. Man kann natürlich auch noch Chilis mit rein. Und wie geht es weiter? So, wir kochen das jetzt 10 Minuten. 10 Minuten, 100 Grad. Stufe 1. Und danach werden wir das Ganze noch abschmecken. Aber das werden wir euch dann noch zeigen, würde ich sagen. Die 10 Minuten sind um. Und dann werden wir das Ganze mal kosten. Riech mal. Oh, die werde ich jetzt gleich nehmen, um die Rips zu glasieren, wenn sie gut ist. Die kippe ich gleich, wenn sie gut ist. Hey, geht's noch? Wer kostet zuerst? Ich. Mein Schatz. Wer sonst? Gut. Dann muss ich mich nicht opfern. Einen halben Löffel habe ich gekriegt. Schön süß, lecker. Schmack auf Fatz. Dann fülle ich mir jetzt was um, dass ich noch die Rips glasieren kann. Und dann gehen die ins Backpapier. Habe ich vorher Backpapier gesagt? Ich meinte natürlich Butcher Paper. Ja, das holen wir uns jetzt erstmal raus, schneiden uns erstmal ein Fetzen für die Ribs runter und danach brauchen wir ja noch was für das Pulled Pork. Obwohl. Das sollte das Schweinchen ausreichen. Ja. Dann nehmen wir unsere Barbecue-Soße. Pinseln da gleich mal was über die Ribs. Wie ich ja ganz am Anfang gesagt habe, das Ganze wird ein bisschen ein Versuch. Insbesondere die Ribs,
das Pulled Pork ist ja eh schon fast fertig. Da können wir heute mal wirklich zu Mittag essen. Wie geil. So, das reicht mal für die Ribs. Und die packen wir dann ins Butcher Paper. Eng. Legen wir sie übereinander. Geht auch. Kann man sie so einwickeln. Unten. Dann legen wir es dann wieder drauf. Dann holen wir. Nee, das machen wir jetzt anders. Nächste Verkabelung. Da hole ich das Paper rüber. Und da wucht man dann unser Schweinchen drauf. Das jetzt schon von selber zerfällt. Am besten wäre jetzt wahrscheinlich wieder eine Schnur rumwickeln. Aber für die Testzwecke dieses Mal reicht mir das vollkommen aus. Wie gesagt, das Pulled Pork ist eh schon fast fertig. Und die Ribs werden auch nicht mehr so arg lang dann dauern. Deckel zu. Ja. Ribs, bis sie komplett fertig sind. Schweinchen, Pulled Pork, bis sie komplett fertig sind. Und danach dann, ja, bis die Ribs fertig sind. Wir sehen uns, wenn wir es runterholen. Ja Leute, die Säge-Ära ist vorbei und in 4 Grad gibt's Pulled Pork. Naja, ich sehe vielleicht jetzt ein bisschen fertig aus vom Abblasen, aber ja, wir haben es geschafft. Yippie! Es ist soweit, dass es regnen anfängt. So ein Scheiß. Und das Pulled Pork fertig ist. Tja, da sieht man jetzt noch nicht so viel. Unsere Ribs, die können wir auch mit reinnehmen. Die waren jetzt auch knapp 6 Stunden auf dem Grill. Und Leute, das Papier ist mal geil. Das hebt richtig gut. So. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir rein, packen aus, tun Pullen noch mit unserer selber gemachten Barbecue-Soße, verdünnen oder wie auch immer man es nennen will. Und dann tun wir es verspeisen. Dann hätte ich gesagt, Schatz, ich pack die Ripperl aus. Ja, mach mal. Ja.
Boah, wenn die nicht sauer sind. Und zart sind sie. Und gleich probierle. Oh, richtig geil. Rippchen, ein voller Erfolg. Und was machen unsere Schweinchen? Hui. Papier gut. Ja. Ja. Leute, machen wir das nächste Probierle. Boah, ist das heiß. Wow. Hammer geil. Da klebt das Papier ein klein wenig fest. Aber nur ein klein wenig. Gar kein Problem. Ziehen wir es weg. Da hängt noch was dran. Und dann können wir es pullen. Boah, wie das zerfällt. Grandios. Gut. Ich werde jetzt fertig pullen. Und danach sehen wir uns gleich wieder mit der Barbecue-Soße. Und als ob es nicht schon saftig genug wäre, schütten wir unsere Barbecue-Soße drüber. Und tun es mit der noch ordentlich vermengen. Oh Mann. Schatz, weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Wir haben heute gar keine Brötchen gemacht. Nee. Naja, dann nehmen wir halt heute ein leckeres Toastbrot. Warum auch nicht? Ich war halt schon so fleißig, ich konnte nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. Mein Schatz ist am anderen Ende vom Zimmer. Sie hat gesagt, sie war halt schon so fleißig, sie konnte nicht mehr. Naja, ich hätte sie aber auch nicht zugemutet. Tada! Und so haben wir unseren Haufen Pulled Pork. Ich baue jetzt noch zusammen. Ja, und dann tun wir speisen. Das ist geil. Du Arsch, schwimmst du jetzt oder was? Mann! Geil. Mach aus das Ding! Zwei Toastbrote. Coleslaw. Zweite Gabel ist verschwunden. Klauen wir die vom Schatz. Schön Pork drauf, Deckel drauf, Barbecue-Soße ist genügend drin. Tada! Und natürlich noch das Probiererle von dem Gesamten.
Brotprogramm mit Toast. Einfach nur hammergeil. Fazit nach dem Essen. Ja, Freunde, dann kommen wir zum Fazit. Also ich würde sagen, das war the best pulled pork ever. Oder was sagst du dazu? Na? Wolltest du nichts sagen? Nee, ich will jetzt nichts sagen. Ja, Leute, das Zeug war einfach nur genial. Absolut. Die selber gemachte Barbecue-Soße, fantastisch. Wenn ihr sie braucht, zurückspulen, aufschreiben. Coleslaw habe ich ja schon mal als Video gemacht. Einfach angucken. Und Brötchen haben wir halt keine gehabt dieses Mal, aber dafür Toastbrote. Und als Toast oder als Sandwich mit Pulled Pork. Geil. Ja, was soll ich sonst noch mehr dazu sagen? Außer, Moment, dass das Butcher Paper einfach nur klasse ist. Das Gewürz war super. Einfach alles hat gepasst und war stimmig. Nun denn, dann vielleicht ein Däumchen nach oben. Ein Abo wäre nicht schlecht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao. Ha ja, da fällt mir gerade noch mal was ein, weil im Facebook gerade wieder die Diskussion war, Pulled Pork auf dem Grill, im Topf danach, mit Liquid Smoke, etc. pp. Leute, macht das Zeug, wie ihr das möchtet. Hauptsache, es schmeckt. Tja, das war's. Ja, und da der mein knusprig war, Hammer. Ach, ist alles scheiße.